Selbstständigkeit in 60 Sekunden, heute mit Nadine vom Unverpacktladen Sträuber. Was macht ihr mit der Sträuber? Ja, wir bieten die Alternative in Barmbek für unverpacktes Einkaufen. Das heißt, mit uns kannst du halt komplett deinen Plastikmüll auf so gut wie null reduzieren. Ich kenne niemanden, der das schafft, aber die Möglichkeit besteht jetzt. Ist ja mega cool. Wie seid ihr dazu gekommen? Ja, da muss ich ein bisschen zu erzählen. Wir haben zu dritt gegründet und kennengelernt haben Malte, Ute und ich uns eigentlich über die Gründung eines Nachhaltigkeitsvereins in Barmbek, Umdenkbar. Und mit dem haben wir für uns und auch für ganz viele andere schon die Möglichkeit geschaffen, so ein bisschen Umweltbewusstsein in den Alltag mit reinzubringen zu Hause. Und letztendlich sind wir aber daran gescheitert, auch bei den Verpackungen einzusparen. Da ist man ja doch immer noch auf weite Wege bei uns irgendwie auf jeden Fall angewiesen gewesen. Ja, und insofern dann haben wir Sträuber gegründet, weil wir gesagt haben, wir wollen jetzt hier die Möglichkeiten schaffen. Einfach quasi aus der Not heraus, weil ihr gesehen habt, es geht sonst gar nicht anders. Also entweder wir machen das jetzt oder es passiert nicht. Ja, schon so ein bisschen. Also wir haben erst eine Food Co-op gegründet, also für unverpacktes Einkaufen, schon mit ganz vielen Haushalten uns zusammengetan. Es blieb aber schwierig, genau. Und das haben sich einfach weder die Bioläden noch die Supermärkte auf den Weg gemacht. Das war uns zu wenig, was da passierte. Und ja, also wir wollten selber halt einfach auch unverpackt einkaufen. Also wir wollten selber natürlich auch bei uns Müll sparen und haben auch gesehen, dass es viele Interessenten gibt und nur es nicht alltagstauglich war für die Leute. Cool. Und ihr hattet ja wahrscheinlich dann alle andere Jobs, oder? Ja, das stimmt. Und hatte das irgendwas mit Lebensmitteln zu tun? Nein, gar nicht. Und dann habt ihr einfach gesagt, okay, wir machen das jetzt? Ja, schon, genau, weil das war dann letztendlich unser Motto, einfach machen, sich der Herausforderung stellen. Wir haben ganz, ganz viel natürlich uns angeeignet und gelernt. Wir kommen alle drei aus unterschiedlichen Bereichen, was sehr schön war, weil Malte kam vorher aus dem Einkauf und ich habe Marketing vorher in einer Agentur ausgeführt und Ute war schon auch in der Logistik. Wir konnten also unsere Expertise mit reinbringen, aber ja, der Bereich Lebensmittel war uns fremd. Uns hat natürlich ganz, ganz viel da an sich schon dran interessiert, auch vorweg schon, also dass wir selber für uns darauf geachtet haben, ja, gute Lebensmittel zu konsumieren. Aber die intensive Auseinandersetzung kam dann eigentlich. Aber ist ja schon, ja, also das verstehe ich schon. Ihr habt ja, hast ja erzählt, diese Food Co-op gehabt, also es ist jetzt nicht komplett neu, aber dann ein eigenes Unternehmen damit zu gründen, ist ja schon nochmal ein Schritt. Ja, und die Food Co-op war auch wirklich nur so ein halbes Jahr vorher, dass die ins Laufen kam und das ging uns einfach zu langsam. Genau, und deswegen sind wir eigentlich so ziemlich direkt am Anfang, dass wir gesagt haben, wir brauchen einen Laden. Was am längsten eigentlich gedauert hat, war so ein bisschen die Unternehmensform dann herauszukitzeln, weil wir halt noch unsere eigenen Jobs hatten und dann zu überlegen, was wollen wir denn sein? Genossenschaftsladen oder wollen wir einen Verein, also den Verein dafür nutzen, dass ein Vereinsladen wird? Und ich weiß nicht, wie es anderen geht, aber man kann sich damit sehr lange aufhalten über die Gesellschaftsform. Und irgendwann haben wir einfach gesagt, Cut, wir müssen es jetzt machen. Und genau. Was ist es geworden? Eine GbR erstmal. Okay, ja, alles genau. Klar. Und wie habt ihr denn angefangen? Also wahrscheinlich dann ja den Einkauf habt ihr dann geregelt und dann habt ihr den Laden gefunden. Ja, wir haben Crowdfunding wirklich anfangs gestartet. Okay. Genau, weil wir erstens da auch gesehen haben, dass wir natürlich nochmal Bekanntheitsgrad verstärken können, noch mehr Menschen auf uns aufmerksam werden und auch die Möglichkeit haben, uns zu unterstützen, uns begleiten auf der Reise. Es war alles ein bisschen schwierig. Wir haben im März 2020 unser Crowdfunding gestartet und wir erinnern uns alle an die Herausforderungen und insofern war es dann auch schwierig, eine Ladenfläche überhaupt zu bekommen und die nächsten Schritte zu gehen mit dem Beenden oder des Zielerfüllens vom Crowdfunding war dann aber die Motivation einfach noch viel größer, weil wir haben unser Ziel um einiges noch überschritten. Der Druck war dann auch da. Die Leute wollten ja dann auch, dass wir es machen. Und das Schicksal hat uns ein bisschen in die Hand gespielt. Wir haben ganz tolle Location in Barmbek gefunden mit ganz wunderbaren Menschen vom Feuerfest, wo Musiker auch untergekommen sind und fühlen uns da sehr wohl. Und also, wann habt ihr den Laden dann aufgemacht? Wir haben erst angefangen, wirklich mit so einem im Juni mit so einem Abverkauf aus dem Lager, weil wir hatten schon eine Lagerfläche, dass wir halt da die Gefäße von den Kundinnen gefüllt haben und auch ausgeliefert haben. Und so richtig, der Laden hat dann im September, Mitte September eröffnet. Und 2020. War das dann, lief es dann gut gleich an? Ja, auf jeden Fall schon. Ich muss auch gestehen, ja, viele haben natürlich gesagt, oh, ist natürlich schwierig, in 2020 Unternehmen gründen.
Lebensmittelläden hatten da ja nicht so das Problem. Und ich glaube, das hat uns auch wieder so ein bisschen den Vorteil verschafft, weil die Leute waren nun mal dazu gezwungen, auch zu Hause zu sein. Viele haben einfach die sozialen Kontakte auch vermisst. Und insofern waren wir auch eine Anlaufstelle für die Menschen. Also wir haben natürlich einerseits gesehen, ah ja, wir können hier unverpackt einkaufen, aber da sind auch Leute, bei uns wird wahnsinnig viel kommuniziert im Laden. Also wir sind eigentlich mit jedem ganz, ganz viel im Austausch, bekommen Tipps, geben Tipps. Und das haben die Leute von Anfang an halt geschätzt und zu der Zeit vielleicht noch mal ein bisschen mehr sogar. Okay, und seid ihr insgesamt zufrieden mit dem Unternehmensverlauf? Ja, jein. Genau, also natürlich würden wir uns einfach wünschen, dass noch mehr Leute die Lust bekommen, sich der Herausforderung zu stellen und vielleicht gefühlt ein wenig mehr Aufwand erstmal betreiben, um halt Müll zu vermeiden. Weil das ist halt schon noch für viele, man muss vorbereitet sein, also es ist nicht dieses schnelle Einkaufen. Aber sich dem erstmal so öffnen und seine Schritte zu gehen, da würden wir uns einfach wünschen, dass das noch mehr machen. Ja. Auf jeden Fall. Und ich glaube, wir würden uns auch wünschen, dass wir die Möglichkeit hätten, unsere ganzen Ideen, Konzepte, die noch so in den Schubladen schlummern, auch mal noch mehr anzuschubsen. Ja. Das scheitert halt meistens an der Zeit. Wir stehen größtenteils immer noch, wir drei im Laden auch. Wir haben auch schon Unterstützung bekommen. Also wir haben auch Aushilfskräfte, Teilzeitkraft eingestellt. Aber es reicht eigentlich immer nie die Zeit, um da die Entwicklung gleich so mitzunehmen. Das Problem kenne ich. Ja. Auch nach 17 Jahren noch. Ja. Genau, aber cool. Und was bedeutet für euch drei denn Unternehmertum? Ach, ich weiß gar nicht. Ich muss gestehen so ein bisschen, dass ich mich selber gar nicht als Unternehmerin fühle. Also wir sprechen auch immer ganz selten nur vom Unternehmen oder so, weil das oft für mich eher so etwas ist. Wir stehen halt an der Front mit den Menschen und sind davon ja auch schon nicht abhängig, aber es ist halt so ein gemeinsames Gehen, ja. Und aber es ist wahrscheinlich schon anders als aus angestellt sein, oder? Das auf jeden Fall. Ja, wobei auch da muss man halt sagen, durch diese, wir haben halt diese klaren Öffnungszeiten, die abgedeckt sein müssen und da ähneln wir uns natürlich sehr dann dem Angestellten-Dasein, einfach weil es muss ja jemand machen. Und das sind natürlich auch noch wir. Und insofern haben wir oft nicht diese Privilegien, dass man sagen kann, ach, das mache ich dann halt mal, wenn es gerade mir passt. Ja. Und ich kann es auch einfach mal liegen lassen, sondern wir müssen schon auch immer uns daran einfach halten. Was ist denn für dich so ein richtiger Wow-Moment mit dem, was ihr aufgebaut habt? Gibt's das? Ja, das gibt's auf jeden Fall. Und das findet eigentlich immer wieder statt, wenn die Menschen im Laden stehen oder auch bei unseren Workshops anschließend uns das Feedback geben, es ist so toll, dass ihr da seid. Und unser Standardspruch, der nicht als Standard gemeint ist, sondern auch wirklich von Herzen kommt, ist dann immer, wir sind da, weil ihr da seid. Und aber trotzdem fühlt sich das einfach wahnsinnig toll an, weil es mir persönlich so ein Ohnmachtsgefühl nimmt. Und ich einfach merke, dass man sich gemeinsam halt auf den Weg macht. Und das ist einfach nach wie vor sehr bewegend. Und auch beim Crowdfunding, wenn immer noch Leute bei uns stehen und gesagt haben, ja, ich habe euch damals unterstützt, dann habe ich sofort so Gänsehaut und es ist einfach total schön. Ah, cool. Was würdest du den anderen Menschen mit an die Hand geben wollen, die gerade überlegen, sich selbstständig zu machen? Brennen. Also für die Idee brennen hilft auf jeden Fall enorm. So, und was vielleicht ein bisschen langweilig klingt, aber letztendlich ich als sehr wichtig empfinde, ist, sich wirklich mit dem ganzen Unternehmen, mit den Plänen, mit den Zielen, mit den Visionen, aber auch mit der Realität intensiv auseinanderzusetzen. Den Businessplan, den Finanzplan, sich da wirklich Zeit für zu nehmen und das durchzurechnen und dann halt den Cut zu machen und sagen, ich mache es jetzt einfach. So, dann halt auch wirklich ins Handeln kommen und nicht immer zu zaghaft sein, sondern einfach sich überlegen, okay, was kann Worst Case passieren und ich mache es jetzt einfach. Cool, alles klar. Super inspirierende Story, ganz herzlichen Dank. Ich wünsche euch allen erdenklichen Erfolg. Danke dir, schön, dass ich da sein durfte.